Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Captain Toad Treasure Tracker. Heute vermutlich der letzte Part. Unglaublich, dass es jetzt so weit gekommen ist. Heute nur noch die Erinnerung an unser Abenteuer zusammen. Episode 1, Prolog. So wie alles begann. Gibt's hier jetzt irgendwas Geheimes? Ach, das ist gerade so schön entspannt. Man wird nicht gejagt. Vielleicht ein geheimer Goldpilz? Das wäre interessant. Oh, ich freue mich. So schön ruhig. Okay. Seien wir mal gespannt. Vielleicht gibt es Bonuszeug, vielleicht gibt es kein Bonuszeug. Oh, Zwischensequenz. Magenknurren, was man hoffentlich nicht hört. Oh no! Toadette wurde entführt, oh mein Gott! Captain Toad, Treasure Tracker, Episode 1. Was? Es gibt einen Goldpilz? Hä? Wo das denn? Ich dachte, ich lüge mich mal selbst an, aber nee. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Hä? Ah, hier. Das hatte ich gar nicht gesehen. Okay. Wir haben ihn gefunden. Ich frage mich, ob es den damals auch schon gab. Level beendet. Mal wieder. So, können wir jetzt abbrechen, unterbrechen, wie auch immer brechen? Nein, können wir nicht. Ich drücke jede Taste, es geht nicht. Nein. Na gut, dann gucken wir es uns halt an. Passiert halt. Oh, noch mehr Spam. Cool. Ja, ich check nebenbei meine Mails. Tut mir leid. Oh no! Ich liebe diesen Soundtrack. Geile Scheiße. Geil, Goldpilz. Abgehakt. So. Aus Zeitgründen werde ich dann das nächste Level sofort so machen, dass wir halt den Geheimpilz sofort entdecken, natürlich. Episode 2, Prolog. Wieder mal mit Captain Toad. Ich frage mich, ob der an der gleichen Stelle ist. Nee, das wäre auch zu einfach. Nein. Wo ist er? Ich hab schon so eine Idee. Haha. Cool. Schön. Gut. Wieder mal geschafft. Nächster Stern. Gehört wieder uns. Bye-bye. Und jetzt passiert das Unerwartete. Hä? Oh nein! Wieder wegen Ruhe. Oh nein! Toadette liegt auf dem Rücken. Und der Captain versucht es diesmal selbst. Und er schafft es nicht. Er ist zu leicht. Help me! Oh no! Captain Toad Treasure Tracker 2! So cool! Geheimer Goldpilz eingesammelt! Nice! Okay, Episode 3 Prolog. Wir erinnern uns,
Toadette hat es gerade geschafft, Captain Toad wiederzufinden und wurde dann entführt. Der Captain ist hinterhergesprungen und... naja, ist halt irgendwo gelandet. Er ist halt irgendwo unterhalb des Turmes von Wingo. Goldpilz? Hallo? Goldpilz? Hier. Nein, das ist nur ein normales Teil. Okay, schade. Goldpilz hier vielleicht? Nein. Okay, dann nach oben. Ich finde dieses Weltenkonzept, also diese Cube-Welten, extrem geil. Ich weiß nicht warum. Ist hier irgendwas? Irgendwas? Da irgendwas? Hallo? Goldpilz? Goldpilz? Hä? Nee. So machen wir das ja nicht erst. Ah! Ich wollte eigentlich jetzt genau hier runterfallen, aber cool! Da haben wir einen. Normal laufen? Dann schützt der Captain nicht. Aber wenn wir die Leiter hochsprinten... kann man das vielleicht auch am Gesicht sehen? Schnell hoch! Ach ja. Wieder mal geschafft. So geil, so cool. Ja. Yeah. Schon wieder Wingo. Und schon wieder ist der Stern weg. Diesmal wird Toadette aber richtig entführt. Und nicht nur, weil sie den Stern festhält. Help me, oh no. Papa, bau. Captain Toad Treasure Tracker 3! Auch schön. Und damit hat sich das nächste Kapitel offenbart. Glückwunsch! Eine neue Seite wurde der Bonus-Episode hinzugefügt. Auf zum nächsten Schatz, Captain. Oh Gott, was ist das hier? Zeitloser Mumienschanz. 192. Okay. Was muss man hier machen? Ready for an adventure! 1. Ja, ist okay. Ach, hier ist ein Leben. Cool. Brauche ich zwar nicht, aber okay. Hey, jetzt laufen wir da lang. Oh Gott, du kommst mir ein bisschen nahe. Keine Panik auf der Titanic. Sammeln wir erstmal das ganze Zeug ein. Hey. Mehr Zeug. One up. Ich glaube, wir haben keine Zeit, um stehen zu bleiben. Ich hatte es gerade überlegt, aber dann ist mir aufgefallen, nee, doch nicht. Wir haben keine Zeitangabe. Okay. Oh Gott, wir haben eine Münze liegen lassen. Wie konnte ich gerade nur eine Münze liegen lassen? Noch ein One up. Okay. Yeah. Okay, wir können wieder normal laufen. Die Mumie ist sowieso nicht schneller als wir. Hängen wir sie ab. Hier geht's weiter. Nee, wir beuten die Ebenen aus. Jetzt, wo wir Zeit haben. Ich frag mich, wie lange wir das machen müssen. Bestimmt so 10 Ebenen lang. Also auf jeden Fall kann man hier sehr viele Leben farmen. So wie ich das sehe. Ach komm. Na ja, holen wir die Münzen noch. Bin mal gespannt. Am Ende heißt es bestimmt, ja, sammle 1000 Münzen. Oder sonst irgendwie. Obwohl mehr. Es muss mehr sein. Aber eine andere Zahl fällt mir nicht ein. Naja, 2000 vielleicht. Papa Pie. Okay, hier geht's weiter. Das heißt, hier gehen wir nicht lang. Hier geht's auch nicht weiter. Beziehungsweise da hinten geht's weiter, hier geht's nicht weiter. So. Das heißt, wir können hier in die Richtung lang gehen. Ja,
Keine Ahnung. Also so actionreich ist es jetzt ja nicht, aber... Na, ich bin mal gespannt. Mal sehen. Also so einfach abbrechen will ich jetzt auch nicht. Ich meine, wir machen das jetzt einfach bis zum Ende durch, bis wir irgendwann dann wirklich keine Chance mehr haben. Und dann wird uns das Spiel schon sagen, was wir hätten machen müssen. Also, ja. Bin mal sehr gespannt. 615 München! Oh nein, da ist nur ein Piranha. Nein, ich bin klein! Mist! Das no me gustat mir. Nur weil ich einmal nicht nachgeguckt habe, was da überhaupt ist. Verdammt. Kann ich das eigentlich kaputt machen? Nee. Oh Gott. Oh Gott. Okay, dann gucken wir uns mal an, was wir machen müssen. 687. 6 Leben. Nice! Was? Was? Was zum Teufel? Ach du Heilige. 5000. Okay, diesmal nicht wie ein Trottel treffen lassen. 5000 Münzen. Stellt euch auf einen langen Part ein. Hier geht's gar nicht durch. Ich bin jetzt schon klein. Töte mich. Das war doof. Wow, 80 München. Unglaublich. Nochmal. Ready for an adventure. So. Oh Gott. Ich lasse keine Münzen liegen. Aber ich glaube, man sollte hier wirklich die Ebenen ausschlachten. Am Ende heißt es dann, ja, du bist jetzt bei Ebene 60, 70, 80, 100. Nee. Also wenn man rein Rechtschaftsstand mal hochgeht, dann müssen wir es eigentlich so bei 20 Ebenen haben. Oder? Naja, sowas um den Dreh halt. Okay. Naja, ungefähr 45 Ebenen. Oh Gott. Okay. Noch sind wir groß. Und wir haben gleich ein Zehntel geschafft. Was jetzt nicht mehr auf dieser Ebene sein wird. Schade. Ich bräuchte noch irgendwie so eine zweite Person, die dann halt die Teile festhält. Kann man den festhalten? Nee. Schade. Okay. Gönn. Okay, hier geht's durch. Habe ich dir schon gesagt, dass du mir ein bisschen auf die Pelle rückst? Irgendwann mal? Okay. Zehntel haben wir. Gönn. Uiuiuiui, das kann ja was werden. Papapai! Das könnte eine Weile dauern. Ich meine auch generell so von der Paarzeit jetzt. Sackgasse. Nicht gut. Nein, hier durch. Da lang. Auch Sackgasse. Verdammt! Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Also er kriegt uns nicht, wenn wir ganz normal gehen. Das heißt, seine Geschwindigkeit passt sich auch ein bisschen an. Also ja, er imitiert uns halt einfach. Aber näher als direkt an uns ran kommt er halt nicht. Also wir können ganz normal laufen, aber wenn wir nicht stehen bleiben, kriegen wir halt keinen Schaden. Das ist gut. Gut, gleich schon ein Fünftel. Oh, ein Fünftel klingt schon so viel besser. Nein, es... Hilfe! Chucky, nein! Chucky, böse! Hilfe! Nein! Ich hab Angst! Chucky, lass mich in Ruhe!
Nein! Oh Gott! Oh Gott! Das ist eine Sackgasse gewesen! Verdammt! Nein! 5 Lampen geschafft! Oh Gott! Großmachpilz! Yes! Wir sind wieder groß! Nein! Oh Gott, hier geht's nicht lang! Egal, gehen wir weiter! Uiuiuiuiuiui! Ich habe eine neue Taktik. Wir sprinten einfach durch und hoffen einfach, dass es am Ende reicht. Andererseits habe ich auch das Gefühl, dass es mit mehr Ebenen schwerer wird. Also von daher sollten wir jetzt einfache Ebenen ausschlachten, schwerere Ebenen dann durch. Würde ich mal sagen. Also das hier wäre so eine eindeutige Ausschlachtebene. Okay. Also ich habe zwar jetzt keine Statistiken, wie viel man so auf einer Ebene kriegen kann, aber ja, an sich so lohnt sich diese Ebene jetzt auch nicht wirklich, wenn man das Ganze mal im Gesamten betrachtet. Na egal. Münzen sind Münzen und wir brauchen viele Münzen. Und wenn wir dabei nicht getroffen werden, ist umso besser. Gut, Ebene vollstens ausgeschlachtet. Mehr geht nicht. Du bist auch wieder eine Ausschlachtebene. Ja, du bist eindeutig eine Ausschlachtebene. Und da haben sich zwei gerade gegenseitig gekillt. Das gefällt mir. Das mi gustet. Okay, hier geht's direkt weiter. Wie gesagt, aber es ist eine Ausschlachtebene. Von daher schlachten wir auch aus. So. Lange, gerade Strecke. Aufpassen. Nicht treffen lassen. Schade, dass der andere nicht getroffen wird. Oh Gott. Nicht stehen bleiben. So, wieder zurücklaufen. Also man merkt deutlich, oh Gott, welche Ebenen schwer sind und welche weniger. Ich glaube, auf der Chucky-Ebene hatten wir auch gerade 200 Münzen bekommen. Aber, ja gut, wir hatten halt einen Goldpilz. Nice! Oh yeah! Cool! Da ist ein Plakat. Ich sehe dich. Okay, also jede 10 Ebenen gibt es so eine Zwischenebene, die uns ungefähr... Wie viel hatten wir gerade? Naja, ungefähr 300 gibt. Kann das sein? Okay. Neue Gegner. 2 Typen, die uns verfolgen. Interessant. Jetzt sind schon 3 Typen, die uns verfolgen. Mist! Ah, nein! Memo an mich, ich kann Goombas festhalten. Ja, ich kann Goombas festhalten. Das Problem ist, ich sehe halt nichts. Oh Gott. Ich darf jetzt nur nicht an Wänden kleben bleiben. Was auch extrem scheiße wäre, wenn ich die Goombas nicht sehe. Nein! Oder wenn ich selbst in meine eigene, in meinen eigenen Weg reinlaufe. Fuba! Okay. Wir probieren es noch einmal. So viel Zeit habe ich gerade auch noch. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich das nochmal auf den nächsten Part auslagern. Alter Schwede! Collect all the coins! Definitiv Ausschlachtebene. Okay. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt noch die ganze Zeit erzählen soll. Das ist ein bisschen doof. Nein, du erwischst mich nicht. Ja. Münzen. Alter, schon 209.
Also es kommt wirklich ganz auf die Ebene drauf an, wie viele Münzen man gerade bekommt. Aber teilweise lohnt es halt doch dann einfach die Ebene auszuschlachten, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Er rückt gefährlich nahe auf, aber er bekommt uns nicht, außer wenn wir stehen bleiben. Ha! Ach, da geht's weiter. Entschuldigung. Weg übersehen. Nein, nein, nein. Oh, da sind noch mehr Münzen. Danke. 280. Ist schon nice. Ist nice. Gut, da geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Hier geht's lang. Okay. Wir sind perfekterweise den falschen Weg gegangen. That haste für uns. Wir können jetzt den richtigen Weg gehen. Yeah. Beziehungsweise wir haben auch noch die andere Sackgasse gesehen. Die gehen wir auch noch ab. Ja, das läuft gut. Zwei Ebenen und schon fast ein Zehntel. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Ich habe das Gefühl, je später, also je mehr Ebenen kommen, also in je mehr Ebenen man reinkommt, desto schwerer wird es dann auch. Deswegen habe ich jetzt vor, halt so viele Münzen wie möglich in einer Ebene zu sammeln. Sofern ich das halt kann. Wenn ich dazu in der Lage bin, halt. Ja. Punkt. Ich will es mir halt nicht schwer machen. Und deshalb mache ich es mir auf den Anfangsebenen schwer, halt alles einzusammeln. Ich finde, manchmal rückt er doch ein bisschen extrem nah auf. Da bin ich mir dann doch nicht ganz sicher, ob er uns nicht doch erwischt. Okay. Du darfst den hinter mir gerne wegsnacken, Piranha-Pflanze, aber nicht mich. 690. Sehr gut. Ah, wir sind an der Sackgasse vorbei. Entschuldigung, zurück. Das hinten ist auch eine Sackgasse. Okay. Dann laufen wir halt gerade zurück. Jetzt, wo es noch wenig Zeit kostet. Okay. Ah, mal ein bisschen entspannen und langsam gehen. Verdammt, falscher Weg. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Will nicht. Ah, mal ein bisschen entspannen. Gas geben. Einmal eine Runde laufen. Noch eine Runde laufen. Hier lang. Da lang. Und schon sind wir fast bei 1000. Sehr schön. Chucky? Nee, kein Chucky. Okay. Damit kann ich leben. Also ich würde sagen, die Chucky-Ebenen sind wirklich die schwersten bisher. Da ist doch ein Chucky! Und ich kann ihn festhalten, das ist sehr schön. Das heißt... Nein! Oh Gott! Nein! Ah! Irgendwas sagt mir, dass das gerade knapp war. Nein! 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 Bleibt stehen! Oh Gott! Das Problem ist, ich konzentriere mich halt gerade nur auf die. Oh, bitte, ich brauche einen Großmachpilz. Ich brauche einen Großmachpilz. Ja, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Nehme ich. Oh Gott. Und collect all the coins. Nein! Oh, ich bin so doof. Oh, komm. Nein. Gibt's noch einen Großmachpilz? Please. Okay, nicht aufhalten und die Münzen hier, die Teile rausruppen. So verführerisch es auch klingen mag, nein. Und auch nicht reinlaufen. Okay, definitiv nächste Ebene und dann mal sehen, was auf uns wartet. Bitte, Pilz, 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 Pilz.
ich gebe die Hoffnung nicht auf. Sackgasse. Das zerrt gerade ein bisschen an meiner Hoffnung. Okay. Ich mache hier gerade auch wieder eine Ausschlachtebene, aber das ist auch eine Ausschlachtebene. Eigentlich. Wenn man nicht so doof ist und dann von den einfachsten Gegnern überhaupt getroffen wird. Beziehungsweise wenn man dadurch, dass man halt versucht, die einfachsten Gegner der Welt hier auszuruppen, dass man dadurch getroffen wird. Dann ist es natürlich wieder schwer. Na Gott, hier lang. Ja, tötet euch. Ne, da halt nicht. So. Großmachpilz. Ich sehe gerade keinen. Das ist auch eine Sackgasse. Gut, dann gehen wir hier rein. Aber eindeutig sowas von der Ausschlachtebene. Gibt immer noch einen Rückweg. Dran denken. Ich übersehe Münzen nicht. Außer die, die ich tatsächlich übersehe. Warum können wir nicht selbst Chucky sein? Das wäre so viel angenehmer. Okay. 9. Ebene. Großmachpilz? Nein. Sackgasse? Nein, richtiger Weg. Okay. Ich behalte mal das Festhalten als letzte Option, die ich habe. Ich werde es nicht zu anderen Zeitpunkten einsetzen. Ja, ist okay. Feuer. Oh Gott, oh Gott. Okay, so geht's. Du kommst mir zu nahe. Und das sind auch Münzen. So. Uiuiuiui. Gut, durch das ganze Ausschlachten haben wir jetzt ein paar mehr. Komm schon. Ja. Durch mehr Ausschlachten haben wir natürlich jetzt auch mehr Münzen. Alter, wir haben jetzt schon 2000. Nur noch 3000. Das heißt, ungefähr Ebene 25 sind wir fertig. Falls wir weiterhin so gut ausschlachten können. Natürlich nur. Gut, jetzt kommen die Umbas. Die Gumbas, Umbas. Gumba, Umba, 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 tä. Hier geht's nicht weiter. Hilfe! Oh Gott. Fast in die Wand reingelaufen. Nee, ich bin ja in die Wand reingelaufen. Also, oh Gott. Das war knapp. Und ja, das war gerade einer dieser letzten Auswege. Da war gerade noch ein Goomba. Gut, der ist da hinten. Okay. Ich konnte zwar jetzt nicht alle Münzen einsammeln, aber großteilig doch. Von daher ist in Ordnung. Noch mehr Umbas, Gumbas. Ist natürlich doof, wenn die an so tollen Stellen stehen wie hier. Nein! Ich habe mich nicht getraut, da an dem anders vorbeizulaufen. Och Mann. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Gut, kein anderer Goomba, der auf uns wartet. Alter Schwede, wir brauchen Großmachpilz. Großmachpilz. Please. Ich mach's aber selbst auch ganz schön knapp.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche mal eine Pause. Mein Finger ist vom ganzen Runterdrücken. Schwer geworden. Okay, gut. Hälfte haben wir. Alter Schwede. Bitte größer mach Pilz, bitte größer mach Pilz, bitte größer mach Pilz. Ich sehe keinen. Tut mir leid, ich gehe weiter. Goldpilz. Zwei Chuckies. Oh Gott. Alternative Technik gefunden. Ich halte einfach einmal kurz fest. Beziehungsweise ich wische halt die ganze Zeit. Das ist nicht so gut, weil ich halt dann teilweise auch nicht mehr auf mich selbst achte. Alter, die haben die Ebene echt ganz schön frei gemacht. Alter Schwede. Na toll, Buhus. Nee. Nothing to do here. Nothing to do here. Tschüss. Ich gehe weiter. Ich hoffe einfach, dass noch genügend Ebenen folgenden werden. Oh Gott. Ich habe keine Lust auf euch. Nee, ich gehe weiter. Ich bin zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Nein, 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 Hilfe! Geister können durch Wände gehen, Geister können durch Wände gehen. Hilfe, 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 ich habe Angst. Geht's hier weiter? Ja. Dafür aber hier dann nicht mehr. Hilfe! Hilfe! Definitiv keine Ausschlachtebene, warum mache ich es trotzdem? Ah! Hilfe, ich mag Geisterebenen nicht. Oh Gott, ja. Mach es alles kaputt. Sowas sehe ich gerne. Ebene 20. Oh Gott. Wir werden wieder groß. Wir werden wieder groß, Leute. Wir sind wieder groß. Wir haben schon 98 Leben. Uiuiuiui, okay, kurze Fingerpause. 1500 brauchen wir noch. Was willst du mit Menü? Ich will nicht fortsetzen und aufhören. Nee, danke. Okay. Uhr sagt. Eigentlich keine Zeit mehr. Verdammt. Toll, jetzt noch ein Pilz. Ausschlachtebene, definitiv Ausschlachtebene. Komm, ich sammle einen. Gar nicht dran gedacht, dass die Feuer speien. Oh Gott. Gar nicht dran gedacht, dass mir jetzt drei folgen. Okay. Noch 1400. Noch genau 1400. Goldpilz. Hui. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Ich dachte, die hätte schon geschossen. Verdammt! Ah! Okay. Wie mache ich das jetzt? 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 Ich renne einfach so durch. Ich renne einfach durch jede Ebene durch und versuche einfach so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen. Am Ende kommen auch, habe ich gemerkt, mehr goldene Pilze und das lohnt sich dann einfach.
nehme zwar alles mit, was gerade auf dem Weg ist, aber... ja. Auch nur das. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange ich noch brauchen werde. Ich meine, an Versuchen wird es uns definitiv nicht, scheitern. Das wäre seltsam, wenn es daran scheitern würde. Ich meine, dadurch, dass wir ja ständig hier Münzen einsammeln, kriegen wir auch ständig neue Leben dazu. Oh, da will ich hin. Da sind viele Münzen. Mehr als 99 Leben kann man nicht kriegen, sehe ich gerade. Okay. Keep on going. Okay, Sackgasse. Aber es sah gerade eben doch gar nicht so schlecht aus. Ich meine, wir hatten ja schon fast alles. Hätten ja nur noch 1220 gefehlt. Und dann wären wir durch gewesen. Dann hätten wir das schwerste Level höchstwahrscheinlich hier in diesem Spiel geschafft. Bin mal gespannt, was danach noch kommt. Es gab ja danach noch Missionen. Oder beziehungsweise Blätter. Okay, weiter. Ja, das hätte ich mir ein bisschen mehr ausschlachten können, aber ganz ehrlich. Ich komme lieber auf Ebene 50 und da ist ein Chucky. Gut zu wissen. Ich halte dich fest. Nein, 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 du kommst nicht los. Ausschlachtebene. Wenn sich's lohnt. Oh Gott. Nicht vergessen, einfach weiterlaufen und wenn nötig, zurücklaufen. Oh, da hat jemand anderen getötet. Haha. Okay. Aber solche Ausschlagebenen nehme ich, denke ich, doch noch mit. Das widerspricht sich eigentlich. Ich denke, ab der Feuerebene, beziehungsweise wo Gegner kommen, renne ich einfach nur noch durch. Es lohnt sich nicht. Das Risiko lohnt sich nicht, meine ich damit. Und wenn ich getroffen werde und ich sehe, da ist ein Pilz, alles Geld der Welt liegen lassen und einfach wieder weiter. Ah ja, wir haben definitiv sehr viel weniger Münzen als gerade eben. Na gut, liegt halt an der Spielweise. Liegt an der Spielweise. Oh Gott, da ist nichts. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell zu Ebene 10. Schnell zu Ebene 10. Ah, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht. Ah, das war echt doof, mich davon treffen zu lassen. Was habe ich mir dabei gedacht? Oh Gott, oh Gott. Mach doch nicht so knappe Dinger. Ist ja schon fast wie Elvis. Oh Mann. Ebene 9. Pilz sehe ich trotzdem nicht. Danke. Okay, es geht da hinten weiter. Ja, und da versteckt sich jemand. Nicht nett. Nicht nett. Ebene 10. Oh Gott. Wir dürfen wieder groß sein. Das gefällt mir. Da wieder das Wingo-Poster. Was uns eine Münze gibt. Okay. Ich mag Goombas nicht. Ich renn vorbei. So gut ich das halt kann. Okay. Rennen wir durch. Gibt's noch mehr Goombas, die ich hier sehe? Sehen kann, verdammte Hacke! Nein! Das läuft überhaupt nicht gut. Pilz, vielleicht. Danke. Nicht. Na gut, dann halt nicht. Auch okay. Weg habe ich jetzt gesehen. Gut. Mögliche Goombas, die auf dem Weg sind, habe ich nicht gesehen. Gibt auch keine. Gut.
Einfach weiterlaufen. Einfach durch. Einfach durch. Ich hab den Weg gefunden. Einfach durch, einfach durch, einfach durch, einfach durch. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, das war knapp. Ich bin noch klein. Das bemerkt jetzt erst. Hilfe. Warum bin ich klein? Welche Monstrosität von einem Goomba hat mich getroffen? Die Monstrosität von Goomba, die mich nicht sehen wird. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss groß werden. Ich muss groß werden. Nein. Oh Gott. Hilfe. Gegner, gegen die ich nichts tun kann, das sind die schlimmsten Gegner. Hilfe! Sackgasse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Nein! Oh. Ich habe einen Weg gesucht. Nein! Okay, das werde ich dann die Tage nochmal probieren. Bin sehr gespannt, ob ich das jemals schaffen werde. Naja. Bis dahin und ciao, ciao. Das wird nochmal richtig schwer. Spiel, was ist mit dir los?